Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zu meinem Let's Play von Spiel Minecraft. Ja, in der letzten Folge ging es eher darum, hier das Gehege von den Tieren zu vergrößern und hier außenrum die Festungsmauer anzulegen. Das habe ich auch alles geschafft soweit. Hier hinten ist ein Creeper, ein Zombie gespawnt, der hat mich so dermaßen erschreckt. Ich wäre fast vom Hocker gefallen. Ja. Und, ja, ich brauche natürlich, um weiterbauen zu können, noch, ein bisschen Baumaterial. Und, ja, noch. Steinmäßig schaut es schlecht aus. Hier habe ich noch ein bisschen Stein, hier habe ich was drin. Hier im Ofen wird noch was gerade durchgebrannt. Halt, falsche Kiste. nee, hat schon gestimmt. Zaun gehört da rein. Erde hatte ich hier immer reingeschmissen. So. Und. Habe ich hier noch was drin? Stein. Nee, eigentlich auch nichts. Hier Öfen, super. der Öfen werde ich auf jeden Fall brauchen. Trichter auch noch und zwei Kisten. Dann oben die Brennanlage werden wir ein bisschen vergrößern. Halt. Aber so ist besser. Kiste. Trichter, Ofen, ups, Ofen, nochmal Trichter, achso, ja, schon was vergessen, so, also mal zwei Kisten. Hüpp, einmal, zweimal, genau, da kann der ganze Steinzeug alles rein. Obwohl ich brauche nochmal zwei Trichter hinten, ne? Ja, jetzt hat man vor, wenn man so unvorbereitet in die Aufnahme geht, wie ich gerade. So. Mit zwei Trichter hinten, dann zack, zack. Genau. Gehen wir schnell ins Bett, dass wieder Tag wird. Und es ist wieder Tag. Sehr schön. So gefällt mir das. Was haben wir hier noch drin? 25, uiui, und ich bräuchte fast noch ein bisschen Material zum Brennen, weil sonst geht mir das ganze Zeug verloren. Also quasi, sprich, die Brennstärke. Ich muss unbedingt noch irgendwo schnell Stein holen. Gehen wir hier runter in die Höhle. Ja, okay. Oh, guten Tag. Ups. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Haben wir hier auch noch was drin? Nee, hier ist ganz ruhig. Essen. Yep. Schnell ein bisschen Stein sammeln oder farmen. Ich glaube, mit Diamantspitzhacke geht schneller. Das hat Wert, das ist ganz schön teuer. Machen wir schnell so ein halbes Deck oder so oder ein ganzes Deck. Wow, das ging ja schnell. vierundsechzig, jawohl. Aber das passt so. Schnell wieder hoch, bevor der Ofen leer ist. Mal schauen, dass nichts in der Nähe ist, was noch explodieren könnte. Haben wir ja gerade schon gemerkt. So schnell geht's. Genau, dann wollte ich hier noch den Schalter versetzen, eins höher.
Ich hab das geht. Schau ganz schnell zum Ufer. Schnell, schnell, schnell. Jawohl. War doch noch ein bisschen was drin. Okay, cool. Das heißt, müsste das Redstone, den Knopf versetzen. Dann nehme ich vorsichtshalber ein bisschen Redstone mit. So, eher so Kleinigkeiten werden in dieser Folge erledigt. So, mal schauen, wie mache ich das? Also Schalter soll ich hier oben hin. Okay, dann könnte ich das versetzen. Schalter habe ich hier. Schalter kommt dahin. Ja, okay, das ist blöd. Aber so und so. Okay, klar, geht nicht. Denn wahrscheinlich irgendwie drauf kommen. Hip. Ach, da oben ist der Redstone-Block. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo das Signal ankommt. Schätz mal hier. Hip. Ups. Ja, egal. Nehmen die Leiter. Ganz altmodisch. Alles klar, ist Tag. Jetzt geht's nicht. Machen sowas hätte ich bei Nacht machen müssen. Aber ich könnte ja, es geht immer schnell hoch. Schalte es hier. Ups. Nein! Redstone. Warum ist das jetzt bepowered? Weil der Redstone-Block da ist, oder? Ups. Na, ich will hoch. Ist das jetzt ausgefahren, der Piston, oder nicht? Ah, er ist ausgefahren. Okay. Wenn er eingefahren ist, dann... Genau, dann passt das so. Genial. Kann ich auch wieder hier den Block hinsetzen, weil ich abgebaut habe. Und wieder nach oben. Hip. Na, was ist los? Jetzt geht's. Genau, so muss gehen. Wenn das Tor zu ist, drücke ich hier drauf von außen. Zack, und Tor geht wieder auf. Einfach. So, jetzt können wir die Sachen wieder nach Hause bringen, in die Kiste. Dann werde ich mich hier um das Weizenfeld ein bisschen kümmern, dass es noch größer wird. Schaust mal hier rein. Letzten brauchen wir auch nicht. Mal da rein. So, jetzt brauche ich Wassereimer. Okay, zwei Stück reichen auf jeden Fall. Was essen wäre nicht schlecht. Hey, die Melonen sind ja nicht so gut. Ich glaube, ein Steak bringt, glaube ich, 3 Hungerkohlen. Okay, jetzt haben wir Eimer. Was brauche ich noch? Ach, das habe ich schon oben. Erde nehme ich mal mit, oder? Hey, egal. Passt schon so. So, jetzt werde ich hier die Felder ein bisschen versetzen. Und zwar haben wir hier schon wieder Eis. Wie kann ich das mit der Tierspitzhacke abbauen? Ups. doch nicht. Ah, da brauche ich Behutsamkeit. Genau. Nicht das, was ich jetzt habe. Okay, also das Feld werde ich irgendwie daher bauen. Und zwar, hier kommt dann ein Weg hin. Ungefähr bis, schätze mal, bis daher. Bis daher, und dann geht er nachher so rüber. In der Flucht vom Brunnen und vom Nietertor. Genau, und dann werde ich hier auch das Feld hinbauen. So, zack, zack. Nehmen wir zwei Wassereimer. Ah, Schneebälle.
Ich liebe die Teile. Okay. Zwei Blöcke ist der Weg, haben wir gesagt. Eins, zwei. Ne, machen wir drei. Eins, zwei, drei, genau. Hier ist dann quasi die Melone oder der Kürbis. Du musst hier quasi das Feld hin und quasi hier der Wasserkorben. Mache ich bis ganz außen oder nicht? Doch, mein Gott, bis ganz außen. So ein bisschen größer. Ja, so passt das. Okay, Eisenhake habe ich hier. Ah, überall der Schnee. Was mache ich, dass das Wasser nicht gefriert? Was könnte ich da machen? Ich weiß schon, einfach Fackeln setzen. Oder ich habe eine Idee. So, jetzt ist quasi eine Fackel in der Nähe. Vielleicht bringt das ja was. Hey! Oh, jetzt hat das Feld kaputt gemacht. Nee, doch nicht. Denn es war nicht bewässert, deswegen. Okay, jetzt ist bewässert. Können wir die einmal zurücklegen. Nehmen wir die Hacke. Oh, es gefriert hier trotzdem das Wasser. Ah, ärgerlich. Warum gefriert das Wasser jetzt? Ich brauche keine Eisproduktion. Jetzt einfach hier nochmal Fackel her mache. Haben wir das Feld um eins kürzer. Habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das passt so. So, jetzt brauche ich hier die. Egal, nehmen wir alles mit. Hier, das können wir wieder zumachen. Eine Fackel reicht hier. Warum gefriert das schon wieder? Ich kapiere es nicht. Es darf doch gar nicht gefrieren. Okay, jetzt brauche ich noch Melonenkerne. Okay, habe ich 8 Stück. Die reichen auf jeden Fall. Kürbis. Egal, dann war es immer 2 Felder länger. Brauche ich nochmal Wasser. Genau, die Haare wieder zurücklegen. Setzen wir hier eine Fackel hin. Ich glaube, das gefriert trotzdem. Und quasi Melone haben wir hier. 8 Stück. Und Kürbisse haben wir hier. Auch wenn wir Kürbisse jetzt nicht so dringend brauchen. Da bin ich eigentlich nicht abhängig davon. So, jetzt habe ich zu unten. Oder soll ich ein Lava-Eimer drunter setzen? Also nicht ein Eimer an sich, sondern einfach nur Lava. Vielleicht gefriert es dann nicht mehr. Ja, muss man austesten. Okay, ist Zuckerrohr. Nehmen wir auch mit. Oh, 12 Zuckerrohr. Wo werde ich Zuckerrohr anbauen? Wir zocken einfach hier daneben. Oder? Zuckerrohr werde ich noch brauchen, wenn ich Ich glaube, Zuckerrohr wächst auf Sand schneller wie auf Gras. Dann bräuchte ich fast mal irgendwo nicht Gras. Nochmal Sand. Also hier wachsen dann die Kürbisse, hier lasse ich eins frei. Hier wächst Zuckerrohr, also muss ich quasi hier das den Wasserkorb hinsetzen.
Hoffentlich bringt es was. Weil wenn Sie irgendwelche Ideen habt, dass das nicht eingefriertes Wasser, einfach in die Kommentare schreiben. Ich lese mir die Kommentare regelmäßig durch. Also spätestens nach 24 Stunden, ne? Habt ihr eine Antwort? Okay, jetzt haben wir hier mal Wasser. Habe ich überall Wasser oder nicht? Wegen dem Shader. Okay. Haben wir 12. Hier geht's nicht. Ah. Okay, hier geht's auch nicht. Jetzt. Ah. Perfekt. Hat es trotzdem gefroren. Rumgefriertes Wasser. Da ist eh eine Fackel drunter. Wie kommst du wieder raus? Mach mal. So. Hep. Jetzt brauche ich die Hacke wieder. Ach, Melone. Ein Melonenkern. So. Ich hoffe, dass es wirklich jetzt nicht gefriert. Das wäre nämlich richtig, richtig blöd. Das habe ich auf einmal hier so einen richtigen Eisbahn. Kürbisse, Melonen, ja, können wir auch hier reinschmeißen. Erde, lassen wir mal hier. Eisenhake. Weil ich dann für das Feld noch brauche. Hier habe ich Erde, jetzt können wir zumachen. Zack. Hier, das können wir auch wegmachen. Dass hier wieder normale Wiese wächst. Jawohl. Jawohl. Hier lassen wir frei, haben wir gesagt. Hier kommt dann der Weg hin. Und zwar mache ich den Weg bis hierher ungefähr. Den lasse ich jetzt einfach mal so. Ja, würde ich schon sagen. Den Weg, weiß nicht, ob ich aus normalen Stein mache oder aus Granit oder aus Koppel, aus normalen Stein oder Pflasterstein oder wie auch immer. Ui, Schneebälle. Okay, die Tiere schnell füttern. Mit Melonen, natürlich. Schafe, 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 Schafe. Habe ich eins vergessen? Nee, habe ich nicht. Okay, jetzt brauche ich Futter für die Schweine. Oh, eine Karotte. Uiuiui. Ui, ui. Okay, da warte ich jetzt lieber. Hühner. Was, zwei Hühner? Da ist noch eins. Ein Huhn fehlt noch, oder? Bist du ein Huhn? Da ist ein Huhn. Hast du gut versteckt. Und zwei Eier. Oh, nichts drin. Schade. Gehst du weg, Schaf? Ich will dich raus. Danke. Okay, cool. Haben schon ein bisschen was geschafft. Aber wenn es nicht viel ist. Aber trotzdem. Brote habe ich dabei, Kartoffeln habe ich hier. Ja, ich muss schauen, dass in der nächsten Folge dann das Feld noch hier irgendwie herbekomme. Ja, cool. Dann würde ich sagen, was für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und über einen Daumen nach oben würde mich natürlich wahnsinnig freuen und über Tipps, dass wie das Wasser nicht gefriert, bitte in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Also, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Ciao.